Die legendärsten E-Sportler aller Zeiten Part 4. Gott hilfe, Lee Sang-yeok, besser bekannt als der Unkillable Demon King oder Faker. Er ist mit 26 Jahren schon der League of Legends GOAT. Er gewann 3x Worlds, 2x MSI, 10x die ACK, 1x IEM Katowice und 1x Rift Rivals. Außerdem war er 2x Worlds MVP, 1x im 1st ACK All Pro Team, 1x im 3rd ACK All Pro Team und hatte 7 All-Star Teilnahmen. Faker verlängerte seinen jetzigen Vertrag bei T1 und wurde mit diesem Vertrag sogar Part Owner von T1. Er lehnte dafür sogar ein Angebot aus der LPL ab, wo er ca. 20 Millionen pro Jahr hätte verdienen können. Jetzt wird spekuliert, dass er wohl nur ca. 6 Millionen Dollar pro Jahr verdient, aber die Anteile an T1 haben ebenfalls einen Riesenwert, das sollte man dabei nicht vergessen. Heute ist er immer noch Starspieler von T1 und der Mythos und die Aura, die Faker ausstrahlt, sind immer noch präsent. T1 gewann erst kürzlich wieder die ACK und sie stehen jetzt wieder stark in der Liga da. Ein alter Pro-Tipp von Faker, er glaubt, dass jeder gute Midlaner Twisted Fate und Ryze mastern sollte, um Map-Awareness und Kombos zu lernen. Für mehr legendäre E-Sportler, lasst ein Follow da.